Hi, ich bin Enno van Goldammer und das hier ist mit dem hier untrennbar verbunden. Daran erinnert uns die Natur jeden Tag. Dass aus Essen nach der Verdauung Kacke wird, ist aber nur der eine und meiner Meinung nach auch der langweilige Teil der Geschichte. Der eigentliche Zauber kommt nach der Verdauung. Denn irgendwann wird wieder sowas draus. Im Grunde genommen wurde alles Lebendige um uns herum schon unzählige Male gegessen, verdaut und wieder ausgeschieden. So funktioniert die Natur seit Millionen von Jahren. Seit ein paar Jahrzehnten jedoch reißen wir ein Loch in diesen wunderbaren Kreislauf und spülen die wichtigen Nährstoffe aus unseren Hinterlassenschaften einfach so das Klo hinunter. Diese sind dann quasi verloren. Wenn wir zukünftigen Generationen aber nicht die Lebensgrundlage entziehen wollen, müssen wir das Klo als Teil des Kreislaufs betrachten und nicht als Endstation. Das klingt nach einem langen Weg und viel Veränderung, und das ist es auch. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und wir von Goldammer, wir fangen hier an. Auf unserer ganz besonderen Recyclinganlage in der Lüneburger Heide. Sie ist Teil des EU-Innovationsprojektes P2Green, das zum Ziel hat, die Sanitärwende in Europa voranzubringen. Hier verwerten wir menschlichen Kot, den uns tausende Festivalbesuchende auf unseren Trockentoiletten gespendet haben. Die Leute finden es immer ziemlich spannend, wenn wir erzählen, was an Trockenklos so toll ist, wie sie einen Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen leisten können und warum wir dafür ihre Kacke brauchen. Die gesammelten Kackespenden werden nach dem Festival zu unserer Recyclinganlage transportiert und dann geht's an die Verwertung. So, als erstes kommen die Trockentoiletteninhalte jetzt hier in diesen Hygienisierungscontainer. Und zwar werden die hier abwechselnd mit Stroh eingefüllt. Also im Prinzip so wie bei einer guten Lasagne. Deckel zu, Belüftung an. Und jetzt gehen die Mikroorganismen an die Arbeit und zersetzen das Material. Durch ihre Aktivität werden Temperaturen an die 70 Grad erreicht. Und nach einer guten Woche ist das Material hier drin hygienisiert, also alle Krankheitserreger abgetötet. Nach der Hygienisierung sehen die Trockentoiletteninhalte dann so aus. Fertig ist das Material so natürlich noch nicht. Weiter geht's in der Kompostierung, und zwar wird da noch die gleiche Menge an geschreddertem Grünschnitt hinzugefügt. Das ist Material hier aus der Region. Und um die Kompostqualität dann noch weiter zu steigern, haben wir hier noch Pflanzenkohle, hier vom Hof aus eigener Produktion. Und das zweite ist, dass wir Bentonit als Tonmineral hinzufügen. Das geht jetzt in den Kompostiercontainer. Die Schnecke vermengt das Ganze und gräbt es ordentlich um, sodass das Material Stück für Stück kompostiert und richtig schöner Dünger daraus entsteht. Der Kompostierprozess dauert nun noch 6 bis 8 Wochen und am Ende wird das Material einmal gesiebt, um Fremdstoffe und Störstoffe zu entfernen. Und dann geht's ab ins Labor. Hier wird auf Nährstoffe, Schadstoffe und seuchenhygienische Parameter untersucht, um wirklich auch sicherzustellen, dass das Material unbedenklich ist und als Recyclingdünger ausgebracht werden kann. Und das zeigen wir auch in der Praxis. Auf dem Gelände hier führen wir einen Feldversuch durch, um neben den Laborproben auch auf dem Acker zu zeigen, dass der Dünger unbedenklich ist und Boden und Pflanzen davon profitieren. Wissenschaftlich begleitet wird der Feldversuch vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau. Noch darf man auf Recyclingdünger aus menschlichen Fäkalien nichts anbauen, was später mal auf dem Teller landet. Doch da wollen wir natürlich hin. Wir wollen den Kreislauf wieder schließen und ihn greifbar für die Menschen machen. Wir sind davon überzeugt, die Zukunft der Toilette ist zirkulär, wasserlos und dezentral.